Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind Folge Nummer 26, nein 27, 27 von Shapes.io. Ja, wir haben letztes Mal geschaut, dass wir irgendwo Windmühlen brauchten und die haben wir noch nicht gefunden. Die müssen wir jetzt suchen und dann müssen wir ja definitiv hier schauen, dass wir welche finden und das machen wir gleich nach dem Intro, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, dann schauen wir mal, dass wir auf die Suche gehen. Der Mordrak hatte geschrieben, dass man Windmühlen eher nicht mehr, also ganze Dingens, die wir hier letztens hatten, wir hier so schicke Sterne und sowas, ganze viele gefunden, ne? Hier gibt es sogar halbe Sterne dann. Das ist im Zentrum natürlich noch sehr gut, aber nach außen hin wieder schlechter. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwo halbe Windmühlen wenigstens finden, weil aus Einzelteilen wollte ich die jetzt nicht bauen. Und der Mordrak hat dann auch geschrieben, wir sollen mal zusehen, dass wir dann endlich das mit den Punkten machen, beziehungsweise diesen Sprungpunkten hier machen. Markierung, hier unten steht es auch. Und da müssen wir mal gucken. Ist hier noch was? Da. Also für eine halbe Windmühle haben wir auch schon die Maschine für gebaut, glaube ich. Ne? Das macht also Sinn, eine halbe Windmühle zu finden, ne? Kann natürlich auch die anderen machen, klar, bleibt auch nicht aus. Was ist das? Da ist doch einer. Das ist doch genau das, was wir brauchen, oder? Ja. Gut, dann wollen wir da uns mal dran erlegen und als erstes machen wir jetzt hier eine Rechtsklick-Geschichte und machen jetzt hier halbe Windmühle. Okay, und jetzt haben wir den Sprungpunkt und jetzt gehen wir mal zum Hub hin. Der natürlich ein bisschen anders eingestellt ist, weil so nah reingezoomt. Und wir müssten jetzt gucken, wo wir hier sind. Wo waren denn diese fehlenden Windmühlen? Hier ist was leer. Hier sieht es aus, dass sie hier sind. Ja, hier kommen. Warte mal, da kommen ja schon zu wenig halbe Windmühlen hin, oder wie sehe ich das? Das eine Band läuft nicht richtig voll, ne? Aber hier ist doch alles erstmal gut, ne? Ah, das ist schon. Warte mal, das sind 6, 7, 8. Das sind 6, 7, 8. Eigentlich ist es gleich. Wir können aber definitiv die Quote da vielleicht noch erhöhen, indem wir hier noch einen, der da ja noch ist, mehr mit anschließen. Habe ich denn hier unterschiedlich? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ne, ist auch gleich. Wieso kommen dann auf dem einen so viele und auf dem anderen so wenig? Verstehe ich nicht. Jetzt sind hier die Bänder allerdings voll. Die fließen noch da rein, ne? Aber zu wenig insgesamt, auch zu wenig. Alles klar. Das kriegen wir dann geregelt, indem wir jetzt schauen, dass wir da oben hinkommen. Ja. Das wird jetzt spannend hier durch irgendwie, ne? Warte, wo müssen die Windmühlen reingeflochten werden? Hier. Wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehe, die Windmühlen sind da oben rechts, glaube ich, gewesen. Jetzt muss ich das hier im Auge behalten. Kann man die auch löschen? Ja. Das heißt, ich mache mir jetzt, dann machen wir abbrechen, weil das wollen wir ja behalten. Halbe Windmühle, aber brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Wir sind ja hier irgendwo unterwegs, ne? Hier muss es gewesen sein, meine ich. Da müssen die rein. Lass uns doch mal gucken, dass wir hier einen Tunnel kriegen. Oder lass uns erst noch mal schauen, ob wir hier hochkommen. Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Da stoßen wir auf eine andere Maschine. Und wir könnten, ja, da wird der Tunnel zu knapp werden, dann gehen wir hier lang. Da müssen wir wahrscheinlich einen Doppeltunnel machen, weil der eine vielleicht nicht lang genug ist. Ja, sieht so aus, als ob das klappen könnte, oder? So, jetzt müssen wir nur schauen, wo müssen wir denn nachher abbiegen? Sehe ich jetzt hier mein ausgewähltes Ziel? Na, ist noch viel höher. Wo ist denn jetzt die halbe Windmühle? Oh, da. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Ist das hier runter? Ich glaube, wir müssen hier ja hoch, daneben her und da hoch. Sehe ich jetzt die Windmühle rechts? Ah, shit. Also noch weiter hoch. Boah, jetzt habe ich es aus den Augen wieder verloren. Da ist es. Also hier sind zwei so Kleckse. Ist gar nicht so weit, ne? Ich gehe, glaube ich, viel zu hoch immer. Ja, 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 ja.
Die zwei glühenden Kleckse sind wohl die, die hier runter sein müssen, ne? Oder? Hier muss ich hin. Ja, dann lass uns das so bauen. Warte mal. Zu den zwei grünen Klecksen erstmal. Wo sind bitte schön die zwei grünen Kleckse jetzt? Da. Das heißt, ich gehe mal hier hin. Zoom mal ein klein bisschen rein. Hau das Förderband an. Drehe das Ganze mal. Drücke die Shift-Taste und gehe jetzt mal einfach hier gerade runter. Einfach mal bis zu dem Band da, wo wir die Brücke schlagen müssen, ne? Wenn ich jetzt da durch so ein Feld durchgehe, ist eigentlich ziemlich, glaube ich, egal, weil dann müssen wir da drum rumbauen, wenn es dann gebraucht wird. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob ich schon wieder an meinem Ziel vorbei bin oder ist es doch so weit runter? Ah, da. Okay. Geht erstmal. Der war zu viel. Weil da muss schon ein Tunnel irgendwie hin. Können den Tunnel aber auch hier ein, gleich hier nachsetzen. So, dann weiter runter. Hier muss auch ein Tunnel hin. Dann können wir den nach da machen, glaube ich. Und hier mussten wir ganz runter. Und hier unten muss auch noch ein Tunnel hin, ne? Ja, ich hoffe, der passt. Glück gehabt. Dann da ein Einbauer. Rotieren. Ne, rotieren war falsch. War schon richtig. So. So. Das sollte schon mal passen. Jetzt müsste ich natürlich von oben nach unten wieder ziehen. Doof, aber ist so. Doch, Förderband ist ja angeschlossen. So, einmal runter. Nach da. Passt. Dann sind wir schon mal bis dort. Jetzt hier von dem nach da noch ziehen. Passt auch. Und dann sind wir hier noch nicht ganz angeschlossen, weil wir den noch darüber setzen müssen. Passt erstmal. Und dann gehen wir ganz hoch und gucken, wo die Windmühlen sind. Da müssen wir nach rechts abbiegen dann, wenn wir am Ende hier sind von diesem Laufband. Hoffen, dass wir die Windmühlen da finden. Und da müssen wir die Maschinen aufbauen, ne? Blaue Farbe. Ich gucke gerade immer, ob hier schon vielleicht halbe Windmühlen sind und ich irgendwas falsch gemacht habe. So, da sind wir hier. Jetzt müssen wir gucken, durch das. Das waren nicht die Windmühlen. Wo sind jetzt die Windmühlen? Oh, so weit da rechts. Das macht hier einen schlanken Schuh, das machen wir schon mal. Hier ist auch eine schöne Fläche. Ah, jetzt ist der dann nicht mehr ausgewählt. Aber ist nicht schlimm. Achso, ich muss einmal draufklicken, dass es nach da geht, ne? Ich hoffe, ich habe den Platz groß genug gelassen, sonst müssen wir wieder was abreißen. Jetzt ist die Frage, ob ich... Wenn ich die beiden grünen Flexe hier sehe, dann bin ich ja zu weit im Norden. Dann muss ja irgendwo... mein Förderband da unten auftauchen. In guter Hoffnung, das ist ein Fleck. Ich gehe fast von aus, dass das Förderband jetzt hier... Ah, da ist es. Ah, toll, ne? Komm, egal. Jetzt schließe ich das direkt hier an. Auch wenn es jetzt einen komischen Weg läuft. Ich wollte eigentlich nicht durch andere Felder durchlaufen in diesem Fall, aber ist jetzt passiert. Aber ich glaube, da gibt es auch genug andere Sachen. So, und dann müssen wir hier jetzt die Windmühlen machen. Dafür bauen wir hier mal ab. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
Haben wir da 4. Drehen wir einmal, machen hier den zu 6. Und da sind dann auch 6, ne? Oder? Glaub schon. Und dieses nehmen wir jetzt. Ziehen das mal, glaube ich, ein Stück nach oben. Kommen mit dem einfach gerade raus. So, jetzt müssen wir schauen. Wir müssen Schneidewerkzeuge haben. So, mal gucken, dass wir hier unsere Baupläne ablegen dementsprechend. Hier ist Malerei. Das waren ganze Kreise. Ich glaube hier, hier ist doch Schneiden. Nee, das ist Drehen. Nee, doch, ist Schneiden und Drehen. Ist das das Passende? Haben wir das auch in schöner? Weil das sieht jetzt nicht so doller aus, oder? Ich habe das bestimmt schon mal effektiver gebaut, oder? Kann das sein? Wo sind denn meine Windmühlen, die ich gehabt habe? Da gibt es das bestimmt schon besser aufgebaut, meine ich. Hier sieht es doch so aus, als ob da was ist. Ja, das sieht doch schon effektiver aus. So, dann müssen wir jetzt die linke Steuertaste drücken. Wir nehmen das alles mit bis nach da. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen doof. Kopieren wir. Haben wir. Jetzt müssen wir mal gerade ein Stück Land finden, wo Platz ist und wo wir was ablegen können. Das hatte der Mordrak ja gesagt, dass wir das tun sollen. Hier sieht doch groß aus, oder? Ja. Bauen wir da einmal hin und dann müssen wir wieder einen Rechtsklick machen und hier schreiben wir Blaupausen hin. Passt. So, jetzt können wir immer wechseln zu Blaupausen und so. Hier natürlich gerade noch an der Stelle, wo wir zuletzt waren, Dingens haben sollen, ne? So, ab zur halben Windmühle. Und einfügen mit V. Und das kommt von oben rein, also so. Passt schon mal. Hier müssen wir noch anschließen. So, das ist jetzt erfolgreich geschnitten. Wir kriegen 2 halbe Windmühlen. So, jetzt gehen wir noch zur Kopiestelle. Ja. Dahin. Warte mal, wo haben wir geschnitten? Hier, dann war da auch eine Kopierstelle. Kopierstelle, nicht eine Klebestelle. Hier basteln wir wieder zusammen, oder? Ja. Ist das Modell hier ganz gut? Ja, das sieht gut aus. Shift-Taste gedrückt halten. So, kopieren. Und wir müssen bis da mitnehmen. Haben wir. Ab zu den Blaupausen. Dahin und dann zur halben Windmühle. Dahin und das Ding wieder herholen. Ich glaube, wir müssen es nach rechts drehen, oder? Ja. So, können wir so anschließen, ne? Und dann da oben noch. Da dran anschließen. So, jetzt sollten da ganze Windmühlen rauskommen, tun wir auch. So, wo ist unser Anschluss? Da passt sogar gar nicht mal so schlecht. Zack. Da einmal bitte hin. So, jetzt müssten unsere Windmühlen dann da unten ankommen und unsere Produktion dort unten steigern. Aber wie ihr sehen, läuft es nicht effektiv hier durch, ne? Das heißt, hier müssen noch mehr rein irgendwie. Die sind zu wenig. Aber ich glaube, das Förderband hier ist ja voll. Da können wir gar nichts dran ändern. Dann ist diese Maschine wahrscheinlich zu groß, oder? Hm, wird wahrscheinlich so sein. So, Förderband ist hier auch nicht voll, wie wir sehen. Sind hier schon die Windräder? Nö. Da kommen sie. Und ich hoffe, es passiert alles richtig. Dass die ihren Platz da finden, ne? Ja, das dauert jetzt eine Weile, bis sie da reinlaufen, ne?
Ja, aber ich sehe schon, die Folge ist auch schon wieder rum. Ich würde mal sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an, ob dieses Unterfangen ein Erfolg war, weil der Weg nach hier unten ist ja doch recht relativ weit oder ob hier irgendwo noch was falsch ist. Zurzeit sehe ich, dass das Förderband richtig rumläuft und auch verbunden ist. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Da läuft er auch rum, da läuft er rein, sollte funktionieren, ne? Dann müssen wir mal gucken, dass wir das nächstes Mal machen. Vielleicht sehen wir ja gleich noch was. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ja, die sind immer noch nicht da, die Windmühlen, ne? Da kommen sie. Dauert noch eine Weile. Bis nächstes Mal.